Ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es heißt, Gold jetzt noch kaufen, das müssen Sie jetzt wissen. Bevor es losgeht, sei mir ein Hinweis gestattet. Ich gebe Dr. Polleits Boom & Bust Report heraus, alle 2 Wochen neu, eine Publikation, die Sie vermutlich sehr interessieren wird. Besuchen Sie also meine Website www.boombustreport.com. Doch nun zum heutigen Thema. Gold jetzt noch kaufen, das müssen Sie jetzt wissen. Der Goldpreis hat jüngst 2432 US-Dollar pro Feinunze erreicht, übrigens ein Rekordpreis in US-Dollar, seit der Greenback durch das Münzgesetz vom 2. April 1792 zum offiziellen Zahlungsmittel der USA erklärt wurde. Aber nicht nur in US-Dollar, sondern auch in allen anderen wichtigen Währungen der Welt hat das Gold Rekordpreise erreicht. Ob in Euro, japanischen Yen, chinesischen Renminbi oder auch Schweizer Franken. Man kann an dieser Stelle allerdings auch einen anderen Blickwinkel einnehmen. Und zwar den folgenden. Die Tatsache, dass der Preis des Goldes in den offiziellen Währungen angestiegen ist, heißt nichts anderes, als dass die offiziellen Währungen gegenüber dem Gold abgewertet haben, an Wert verloren haben. Natürlich wollen viele genau das nicht wahrhaben, wie zum Beispiel Regierungspolitiker, Zentralbankräte, Bankenvertreter, Hauptstromökonomen und so mancher 0815 Investmentfondsmanager. Aber auch viele Besitzer von US-Dollar, Euro und Co. verschließen die Augen gern vor einer unerfreulichen Wahrheit. Dass nämlich die offiziellen Währungen chronisch an Wert verlieren, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern unwiderruflich und dauerhaft. Warum ist das so? Nun, weil die Staaten und ihre Zentralbanken die Geldmenge unablässig immer weiter vermehren. Es ist eine ökonomische Gesetzmäßigkeit, dass unter dieser Bedingung die Kaufkraft des Geldes zerstört wird, herabgesetzt wird. Vielen Menschen ist das jedoch nicht bewusst. Und sie erkennen auch die ökonomische Botschaft eines steigenden Goldpreises häufig nicht. Oder wenn, dann meist nur zu spät. Doch manchmal ist auch ein aufstrebender Preis des gelben Metalles für den einen oder anderen ein Aufweckerlebnis. Denn wenn der Preis des Goldes steigt, dann weckt das bei dem einen oder anderen doch häufig das Interesse. Die Menschen merken, dass etwas nicht stimmt, dass vielleicht Unheil droht. Im Zuge eines solchen Erwachens meint dann so mancher Anleger, dass es eine gute Zeit sei, einzusteigen, mitzumachen im Goldmarkt. Doch ist das eine gute Idee? Die Antwort lautet, das kommt ganz darauf an. Grundsätzlich gilt, am besten kauft man dann, wenn das, was man zu kaufen wünscht, ob Aktie, Anleihe oder Edelmetalle, noch günstig zu haben ist. Wenn der Preis des Goldes schon angestiegen ist, dann wird sein Kauf tendenziell weniger attraktiv und ratsam. Entscheidend ist nun jedoch das Folgende. Wohin strebt der Goldpreis? Im Fachjargon, wo liegt der richtige, der faire Preis des Goldes? Bevor wir uns daran machen, diese wichtige Frage zu beantworten, seien noch ein paar Gedanken vorgebracht, warum es ganz grundsätzlich Sinn macht, für den Anleger und den Investor zumindest etwas Gold zu halten. Gold ist das ultimative Zahlungsmittel. Es ist das Grundgeld der Menschheit, wie ich es gerne bezeichne. Das gelbe Metall ist sozusagen das beste Geld, das die Menschheit bisher hatte. Und ich füge spekulierend hinzu, wohlgemerkt, vermutlich auch jemals haben wird. Die Kaufkraft des Goldes kann weder durch Regierungen noch durch ihre Zentralbanken herabgesetzt oder gar vernichtet werden. Anders als das ungedeckte Geld, das Regierungen und ihre Zentralbanken den Menschen de facto aufzwingen, Gold ist so gesehen ein Schutz gegen Geldentwertung. Es ist aber auch zusätzlich ein Schutz gegen Zahlungsausfälle. Banken können bekanntlich Pleite anmelden, die Kundengelder können im Zuge einer Bankenpleite untergehen. Das Gold hingegen trägt kein solches Zahlungsausfall- oder Kontrahentenrisiko,
wie eine Bankeinlage in US-Dollar, Euro, britischem Pfund oder auch Schweizer Franken. Und die Werthaltigkeit des Goldes hängt auch nicht von der Bereitschaft oder Fähigkeit einer zentralen Stelle ab, geöffnet zu sein, wie Banken oder Börsen. Für Gold gibt es vor allem in Problemzeiten sehr wahrscheinlich jederzeit und überall einen Markt und auch einen Marktwert, der nicht vom Finanzsystem, von der allgemeinen Stromversorgung abhängt. Doch nun zurück zur Frage, wohin strebt der Goldpreis? Die ehrliche Antwort, man weiß es nicht ganz genau. Es gilt die Binsenwahrheit, nur weil etwas in der Vergangenheit in den letzten Wochen und Monaten angestiegen ist, so heißt das natürlich nicht notwendigerweise, dass sein Preis auch künftig weiter zulegen wird. Mit dem Blick auf den Goldpreis lässt sich aktuell nicht einmal mit hinreichender Sicherheit sagen, warum das gelbe Metall in den letzten Wochen und Monaten so stark im Preis angestiegen ist, etwa um 24% gegenüber dem Vorjahr. Haben die Chinesen, haben die Menschen in den westlichen, in den nicht-westlichen Ländern verstärkt Gold gekauft und dadurch den Preis des Goldes in die Höhe befördert? Oder sind Goldbesitzer zusehends zurückhaltender geworden, ihre Bestände im Markt anzubieten, und hat dadurch diese Angebotsknappheit den Goldpreis angehoben? Oder ist es die Erwartung in den Finanzmärkten, dass die Zentralbanken die Zinsen bald wieder absenken, eine neue Inflationswelle lostreten und dass deshalb die Wertschätzung des Goldes aus Sicht der Investoren und sein Marktpreis angezogen sind? Keine dieser Erklärungen lässt sich, ich sagte es, mit Gewissheit bestätigen, aber sie haben alle doch eine mehr oder weniger große Plausibilität. Letztlich ist jedoch der Anleger gefragt, sich eine eigene Meinung zu bilden, ob es für ihn ganz persönlich noch sinnvoll ist, Gold zu kaufen bzw. eine bestehende Goldposition auszubauen. Sollten Sie mich an dieser Stelle um einen Rat bitten, so fiele er wie folgt aus. Wenn Sie Geld anzulegen haben mit einem Horizont von, sagen wir, 3 oder mehr Jahren, dann empfehle ich Ihnen, einen Teil Ihres Geldes, 15-20%, in physischem Gold zu halten. Und wenn Sie noch kein Gold haben, dann sollten Sie es jetzt nach und nach kaufen. Wenn Sie hingegen mit einem kurzen Zeithorizont operieren, sagen wir 1, 2, 3 Monate, dann wäre ich doch zurückhaltender mit einer Empfehlung. Der Grund: In der kurzen Frist gibt es eben doch viele Störfaktoren, die eine mitunter merkliche Korrektur des aktuellen Goldpreises bewirken und dem kurzfristig orientierten Anleger durchaus einen Marktpreisverlust bescheren können. Ich persönlich denke, dass Stand heute der richtige Preis für das Gold in einer Bandbreite von etwa 2600 bis 2800 US-Dollar pro Feinunze liegt. Das bedeutet ein Aufwertungspotenzial gerechnet vom aktuellen Marktpreis von etwa 8-16%. Aber wie gesagt, der Markt muss nicht und wird wahrscheinlich nicht direkt und unmittelbar auf dieses Preisspektrum zustreben. Und auch Rückschlagspotenziale verbleiben. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass die Geschehnisse auf der Welt das Aufwertungspotenzial des aktuellen Goldpreises noch gewaltig in die Höhe befördern. Deshalb meine Empfehlung, jetzt Gold zu kaufen, jetzt bestehende Goldpositionen weiter auszubauen, macht für Anleger Sinn, die keinen kurzfristigen, sondern die einen längerfristigen Anlagehorizont haben. Damit erklärt sich auch der Titel dieses Videos: Gold jetzt noch kaufen, das müssen Sie jetzt wissen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen deutlich machen, dass man sich über zwei Dinge im Klaren sein soll, bevor man Gold kauft. Erstens, wie lange ist mein Anlagehorizont? Und zweitens, ist der Goldpreis angemessen aktuell oder ist er vielleicht schon zu teuer? Als Faustregel gilt, je länger Ihr Anlagehorizont ist, desto weniger bedeutsam ist der Preis, zu dem Sie das Gold kaufen, für Ihr langfristiges Investitionsergebnis. Abschließend möchte ich noch betonen, dass das Halten von Gold natürlich grundsätzlich sehr viel Sinn macht. Denn die Kaufkraft des offiziellen Geldes, ob US-Dollar, Euro und Co.,
wird schwinden, so befürchte ich. Die Regierungen und ihre Zentralbanken setzen sie nämlich ganz gezielt herab, nicht über Nacht, sondern nach und nach, irgendwann aber vermutlich auch in immer schnelleren Raten. Und jetzt sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und bitte folgen Sie meinem Kanal. Und besuchen Sie auch meine Website www.boombustreport.com.